Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus dem Videokurs Fotografieren für Anfänger. Und heute bin ich mal in Berlin unterwegs, in Berlin-Mitte. Und genauer gesagt stehe ich gerade vor dem Berliner Dom. Und heute wollen wir uns mit dem Fokussieren auseinandersetzen. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Autofokus, manueller Fokus, welche Arten des Autofokus. Wie kann ich mein Bild also komplett scharf bekommen? Und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Wie ich gerade eben in dem Intro schon gesagt habe, gibt es mehrere Möglichkeiten, das Bild zu fokussieren bzw. scharf zu stellen, denn das bedeutet im Endeffekt fokussieren. Zum einen haben wir die Möglichkeit, mit einem Autofokus zu arbeiten. Das bedeutet, man überlässt quasi den Motoren der Kamera die Möglichkeit, einen bestimmten Punkt anzuversieren und den dann entsprechend scharf zu stellen. Die andere Möglichkeit ist, dass man das Ganze manuell macht. Da kann man also selber an dem Fokusring des Objektivs drehen und damit das Bild im Endeffekt scharf stellen. Jetzt ist mal die erste Frage, was macht denn eigentlich mehr Sinn? In den meisten Fällen arbeite ich eigentlich mit dem Autofokus. In bestimmten Situationen, wo ich die Zeit habe, wie zum Beispiel hier, wo ich Landschaften oder Städte fotografiere, wo ich Motive habe, die sich nicht bewegen, da ist es tatsächlich sinnvoll, sich die Zeit zu nehmen und manuell zu fokussieren, weil natürlich immer das menschliche Auge und ich als Mensch mehr Kontrolle darüber habe, wie das Bild am Ende scharf gestellt wird. Andersherum, wenn ich bewegende Objekte habe, wenn ich Sport fotografiere, wenn ich Kinder fotografiere, die gerade beim Spielen sind, auch wenn ich Porträts fotografiere, wenn ich also meine Kamera nicht auf dem Stativ habe und ich die Kamera in der Hand habe und mich damit selber so ein bisschen bewege und sei es nur ein paar Zentimeter, arbeite ich immer mit dem Autofokus, weil damit die Kamera dann einfach wesentlich präziser wird. Du kannst an deiner Kamera einstellen, ob du den Autofokus oder aber den manuellen Fokus verwenden möchtest. Ich kann das hier zum Beispiel an meinem Objektiv machen. Hier habe ich einen kleinen Schalter, da kann ich zwischen A und M wählen. A für automatisch, M für manuell. Manche Kameras haben auch direkt nochmal einen Schalter an dem Kamerabody dran, wo man das umstellen kann, aber eigentlich jedes Objektiv hat zumindest so einen Schalter. Und wenn du das jetzt auf A stellst, also auf automatisch, dann habe ich den Autofokus aktiviert und wenn ich das Ganze auf M stelle, dann ist der manuelle Fokus aktiviert und ich muss dann entsprechend hier vorne an diesem Ring das Ganze entsprechend einstellen. Kümmern wir uns als erstes mal um den Autofokus, denn natürlich gibt es beim Autofokus auch noch mehrere Möglichkeiten, wie ich den einstellen kann, je nach Situation. Und da würde ich sagen, gehen wir als erstes mal ins Menü rein. Im Menü gehe ich jetzt hier mal auf die Fotoaufnahme. Da sieht natürlich jedes Menü auch ein bisschen anders aus, muss man ganz klar sagen. Da guck einfach mal in deiner Kamera danach, wo das bei dir einzustellen ist. Aber bei mir hier im Nikon-Menü gehe ich unter Fotoaufnahme, gehe hier weiter nach unten und hier haben wir die verschiedenen Autofokus-Messfeldsteuerungen. Wenn ich jetzt hier mal raufgehe, dann siehst du, dass wir eine ganze Menge Möglichkeiten haben. Auch das ist wieder von Kamera zu Kamera ein bisschen unterschiedlich. Günstigere Einsteigerkameras haben da weniger Möglichkeiten, etwas teurere Kameras haben da definitiv mehr. Wir fangen aber mal hier mit der automatischen Messfeldsteuerung an. Das ist quasi das, was immer angewählt ist, wenn du deine Kamera das erste Mal anmachst. Wenn du also dir gerade eine neue Kamera gekauft hast, ist das immer so die automatische Einstellung, die am Anfang eigentlich immer drin ist, weil es so ein bisschen vereinfacht. Jede Kamera hat Autofokus-Messfelder und davon ganz unterschiedlich viele. Das kommt auch wieder auf deine Kamera drauf an, wie viele. Gerade die älteren Kameras damals, ich erinnere mich noch, ich hatte meine Kamera, die hatte nur 9 Autofokus-Messfelder. Das bedeutet im Endeffekt einfach nur, dass ich verschiedene Felder auf meinem Display habe, die ich scharf stellen kann, die ich anwählen kann. Und in der jetzigen Autofokus-Messfeldsteuerung, wo wir drin sind, also in der automatischen Messfeldsteuerung, übernimmt die Kamera für mich quasi automatisch die Auswahl, welches Messfeld angesprochen werden soll, also auf welchem Messfeld quasi scharf gestellt werden soll. Bei dem automatischen Messfeld ist das eigentlich immer so, dass
alles, was sehr dicht dran ist, automatisch fokussiert wird. Alles, was weiter weg ist, wird dann entsprechend nicht in den Fokus genommen. Es gibt dann auch so ein paar Ausnahmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Menschen fotografiere, dann wird dieser Mensch auch immer sehr gut erkannt. Oder wenn ich zum Beispiel auch am Himmel einen Vogel fotografiere, auch der wird sehr gut von dieser automatischen Messfeldsteuerung erkannt. Jetzt kann es aber natürlich vorkommen, dass ich ein Hauptmotiv habe, was gar nicht unbedingt im Vordergrund ist, sondern was vielleicht im Mittelgrund oder auch im Hintergrund ist. Und da kommt diese automatische Messfeldsteuerung schon an ihre Grenzen. Ich kann jetzt hier nochmal reingehen und du siehst, wenn ich jetzt hier weiter runter scrolle, habe ich hier auch nochmal eine automatische Messfeldsteuerung für Personen und eine automatische Messfeldsteuerung für Tiere. Das ist jetzt ganz speziell hier bei der Nikon-Kamera so. Also da wird nochmal besonders Wert darauf gelegt, dass wenn du einen Menschen fotografierst, dass der auch wirklich scharf gestellt wird, genauso bei einem Tier. Generell kann man auch sagen, dass alle Autofokus-Messfelder, die die Kamera ansprechen kann, in diesem Modus komplett gleichwertig sind. Das heißt, überall kann quasi fokussiert werden. Es gibt manche Kameras, wo du dann noch so ein bisschen vorbestimmen kannst, wo die Kamera als erstes suchen soll, aber grundsätzlich sind erstmal alle Messfelder gleichwertig. Und wir können das Ganze ja jetzt hier mal ausprobieren, wie das Ganze funktioniert. Wie fokussiere ich überhaupt? Indem ich hier einmal auf diesen Auslöseknopf drücke, aber nicht komplett, so dass ich auslöse, sondern nur zur Hälfte. Du spürst dann einen guten Widerstand. Und wenn ich den zur Hälfte runterdrücke, dann fokussiere ich. Und dann sieht man auch sehr schön hier auf dem Kameradisplay immer wieder, wenn ich fokussiere, dass jetzt hier diese grünen Vierecke angezeigt werden. Das sind im Endeffekt genau diese Messfelder, die in dem Moment angesprochen werden und wo die Kamera jetzt in dem Moment auch scharf stellt. Man sieht jetzt hier auch sehr schön, dass tatsächlich das automatische Messfeldverfahren hier sehr gut funktioniert und der Berliner Dom, obwohl er nicht im Vordergrund ist, sondern eher im Hintergrund, ganz gut erkannt wird. Aber natürlich auch hier im Vordergrund die Treppe, die wird auch sehr schön mit erkannt. Wenn ich jetzt mit Blende 8 fotografiere, so wie meine Einstellung aktuell ist, dann werde ich wahrscheinlich sogar ein relativ scharfes Bild von vorne bis nach hinten bekommen. Aber du siehst auch immer wieder, je nachdem, wie oft ich jetzt diesen Auslöser zur Hälfte runterdrücke, werden immer wieder andere Messfelder angesprochen. Und das ist genau das Problem, dass diese automatische Messfeldsteuerung eben nicht wirklich präzise ist, sondern ja, es ist quasi immer so ein bisschen auf gut Glück, ob das Motiv, was ich jetzt eigentlich fotografieren möchte, getroffen wird oder eben nicht. Und deswegen ist es für mich eigentlich nicht die Steuerung, die ich am liebsten nutze, wenn ich fokussieren möchte. Ach, okay. Funktioniert wieder. Leute, das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn die Batterie einfach alle ist beim Videodreh. Und genau das sollte nicht passieren. Und deswegen, der Sponsor des heutigen Videos ist Anker. Anker ist die Premium-Marke, wenn es um portable Energieversorgung geht und hat mit dem Powerhouse 767 ein neues Flaggschiff-Produkt. Mit 2048 Wattstunden hat die Station eine unfassbar hohe Batteriekapazität, die mehrere Tage für mehrere energiefressende Geräte genug Strom zur Verfügung stellt. Und das Geniale dabei, gemeinsam mit einem Solarpanel kann man sich sogar komplett autark versorgen. Besonders in der heutigen Zeit ist grüner Strom für uns alle besonders wichtig. Ich nutze das Powerhouse, wenn ich ohne meinen Van mehrere Tage unterwegs und auch mal an Locations bin, wo ich keine Stromversorgung habe, bei Videodrehs, um zum Beispiel Videolampen mit Strom zu versorgen und die Kameraakkus zu laden oder inzwischen auch einfach als Backup zu Hause, sollte mal der Strom ausfallen. Die Größe und das Gewicht lassen es für eine Wanderung natürlich nicht zu, aber es passt perfekt in den Kofferraum vom Auto und lässt sich dank Koffergriff auch prima hinterherziehen. Innerhalb einer Stunde lade ich die Powerstation am normalen Strom wieder auf und dank des LFP-Akkus habe ich mindestens 3000 Ladezyklen. Mit Solarenergie erzeugt man grünen Strom und erzeugt weniger Emissionen als mit einem Dieselgenerator. Und wenn du dir jetzt denkst, hey, das ist ein richtig cooles Produkt, aber das ist doch relativ teuer, im Moment ist der Earth Month noch bis zum 30. April und in der Zeit kannst du 500 Euro Rabatt bekommen. Einfach in der Videobeschreibung auf den ersten Link klicken und zusätzlich spendet Anker in diesem Zeitraum 50.000 US-Dollar zum Schutz der Weltmeere. Du kannst also auch noch ein bisschen was für die Umwelt tun. Vielen Dank an Anker, die solche Kooperationen überhaupt erst möglich machen. Und jetzt sind die Batterien wieder aufgeladen und wir können zurück zum Video. Dann schauen wir uns mal im Menü die nächste Messfeldsteuerung an. Und zwar haben wir jetzt hier einmal großes Messfeld, wieder für Personen und Tiere. Das ist wieder so ein Spezialfall von Nikon. Gucken wir uns aber mal großes Messfeld in Klammern klein und großes Messfeld in Klammern groß an. Die Bezeichnung ist vielleicht nicht ganz optimal. Ich würde es tatsächlich eher kleines Messfeld und großes Messfeld einfach so direkt nennen. Fangen wir mal mit dem großen Messfeld an. Im Endeffekt geht es jetzt einfach nur darum, dass wir den Bereich etwas weiter eingrenzen
wo die Kamera suchen kann. Du siehst jetzt hier, wir haben schon ein schönes Vorschaubild, wo wir jetzt hier ein rotes Viereck drin haben, was aber relativ groß ist. Und in diesem roten Viereck, was ich jetzt hier selber steuern kann, indem ich jetzt hier mit dem Joystick hinten an der Kamera das Ganze hin und her bewege, nach oben, nach unten, nach rechts und nach links, kann ich jetzt quasi zum Beispiel mal auf den Berliner Dom hier gehen. Und jetzt drücke ich den Auslöser wieder zur Hälfte runter. Dann werden alle Messfelder in diesem Viereck angesprochen und dort wird dann entsprechend scharf gestellt. Ja, also es ist im Endeffekt eine kleine Einschränkung. Ich spreche nicht mehr alle Messfelder an, beziehungsweise es werden nicht mehr alle Messfelder angesprochen von der Kamera, sondern ich beschränke diese Auswahl auf dieses Viereck, was jetzt in dem Fall ein relativ großes Viereck ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, okay, ich habe ein Hauptmotiv und das verändert sich nicht großartig, es bewegt sich vielleicht nur so ein kleines bisschen, dann kann ich damit schon sehr, sehr gut arbeiten und hier in dem Fall zum Beispiel den Berliner Dom damit sehr schön scharf stellen. Das Ganze geht aber auch noch ein bisschen kleiner und dafür gehe ich jetzt nochmal in das Menü rein und werde jetzt mal das kleine Messfeld auswählen und jetzt siehst du den Unterschied. Jetzt ist also der Auswahlbereich, wo die Messfelder ausgewählt werden, noch sehr viel kleiner. Ja, also dieses rote Viereck, siehst du jetzt, ist sehr viel kleiner geworden und damit kann ich noch präziser arbeiten. Jetzt kann ich hier wirklich auf die Kuppel zum Beispiel vom Berliner Dom gehen und darauf dann entsprechend fokussieren. Der große Vorteil bei diesen beiden Messfeldern ist einfach, dass ich bestimmte Bereiche eines Fotos eher davon ausschließen kann, dass sie fokussiert werden. Also ich habe jetzt hier wirklich einen kleinen Bereich, wo ich fokussieren kann und alles andere kann ich davon quasi ausschließen, dass die Kamera sagt, das muss auf jeden Fall in den Fokus rein. Denn alles, was jetzt außerhalb dieses Vierecks ist, wird von der Kamera definitiv nicht angesprochen. Es kommt jetzt so ein bisschen darauf an, wie viele Fokusmessfelder deine Kamera insgesamt hat, ob du in diesen Menüs jetzt hier großes Messfeld, kleines Messfeld und so weiter angezeigt bekommst. Was jede Kamera hat, ist die automatische Messfeldsteuerung und dann ist es halt entscheidend, wie viele Messfeldpunkte deine Kamera insgesamt hat, ob du jetzt noch großes Messfeld, kleines Messfeld und so weiter hast. Gehen wir aber mal weiter, denn als nächstes gibt es das sogenannte Einzelfeld. Und mit diesem Einzelfeld arbeite ich persönlich zum Beispiel sehr, sehr gerne. Denn mit diesem Einzelmessfeld habe ich jetzt die Möglichkeit zu sagen, ich spreche jetzt wirklich ein einzelnes Autofokus-Messfeld in der Kamera an und darauf stelle ich scharf. Damit sind wir jetzt schon sehr, sehr präzise. Wenn du zum Beispiel ein Porträt fotografierst und du möchtest beim Porträt ja eigentlich immer die Augen scharf stellen, dann ist dieses Messfeld dafür schon mal richtig gut. Denn ich kann jetzt wirklich sehr präzise mit diesem Viereck, was ich jetzt hier habe, nur auf die Augen gehen und dann wirklich auf die Augen scharf stellen. Und dann wird wirklich auch auf die Augen scharf gestellt und ich habe dann wirklich ein perfekt scharfes Foto, wo die Augen scharf sind. Ja? Also, wie du siehst, diese einzelnen Messfeldsteuerungen werden mit der Zeit immer präziser und immer kleiner. Das bedeutet, ich schränke die Auswahl immer weiter ein und kann damit präziser arbeiten. Der Nachteil bei einer präzisen Steuerung ist natürlich auch wieder, wenn ich jetzt was habe, was sich schnell bewegt, dann ist es relativ schwierig, damit überhaupt da noch zu arbeiten, weil dann muss ich eigentlich immer die Kamera genau probieren mitzuschwenken, um auf den Augen zu bleiben, was ja zum Beispiel bei einer Sportfotografie relativ schwierig wird. Ne? Also da bewegen sich die Personen so schnell, dass ich gar nicht mehr dieses eine Autofokus-Messfeld wirklich bestimmen kann, weil im nächsten Moment ist die Person schon ganz woanders. Und die Kamera kann jetzt aber nicht mehr sagen, hey, ich kann jetzt irgendwelche anderen Messfelder ansprechen. Von daher muss man immer so genau überlegen, welche Messfeldmethode man wann anwendet. Bei einem Porträt, wo sich die Person nicht bewegt, oder jetzt auch wie in diesem Fall, wir fotografieren hier ein Gebäude, das bewegt sich auch nicht, da kann ich sehr präzise mit dieser Autofokus-Messfeldmethode arbeiten. Aber wenn ich bewegte Objekte habe, die sich schnell bewegen, auch Tiere im Zoo zum Beispiel oder auch kleine Kinder, dann ist es tatsächlich besser, einen größeren Bereich zu nehmen und der Kamera quasi so ein bisschen die Entscheidung mit zu überlassen, welches Messfeld jetzt genau angesprochen werden soll. Dass ich da die Auswahl nur ein bisschen einschränke oder vielleicht sogar die komplette automatische Messfeldsteuerung nehme, wie am Anfang gezeigt, dann kann die Kamera wirklich komplett selber entscheiden. Einen letzten Punkt habe ich noch, wenn ich jetzt hier nochmal in das Menü reingehe. Und zwar gibt es noch das Nadelspitzenmessfeld. Das ist noch kleiner und noch präziser. Ja, also wenn du jetzt hier mal guckst, der Punkt ist jetzt hier wirklich sehr, sehr klein. Den sieht man fast gar nicht mehr. Den nutze ich persönlich fast nie. Ja, also ich bin tatsächlich immer in dieser Spotmessung drin, wenn ich jetzt wirklich ein Messfeld anspreche. Das ist jetzt hier wirklich nochmal komprimierter als ein einzelnes Autofokus-Messfeld.
Und jetzt liegt es einfach an dir zu sagen, in welcher Situation möchtest du welche Autofokus-Messmethode nehmen. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Und da empfehle ich dir halt auch wirklich immer von Shooting zu gucken, was habe ich gerade vor der Linse? Bewegt sich irgendwas schnell? Dann eher die Kamera ein bisschen mitentscheiden lassen. Bewegt sich gar nichts? Dann kann ich wirklich ganz präzise hier mit der Spotmessung arbeiten und habe damit wirklich auch sehr präzise Ergebnisse am Ende. An dieser Stelle ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass von Kamerahersteller zu Kamerahersteller diese Bezeichnungen immer etwas unterschiedlich sind. Ich bin jetzt hier, wie gesagt, mit einem Nikon-System unterwegs. Es kann durchaus sein, dass Canon, Sony und so weiter das immer ein bisschen anders nennen. Aber grundsätzlich ist die Funktionsweise eigentlich immer gleich. Wir können uns immer weiter einschränken auf einen bestimmten Punkt, bis wir irgendwann bei der Spotmessung sind, wo wir wirklich nur ein einzelnes Autofokus-Messfeld ansteuern. Die Namen dieser einzelnen Messfeldmethoden, die können ein bisschen variieren. Also lass dich davon jetzt nicht verunsichern, falls das in deinem Kameramenü ein bisschen anders heißt. Die Funktionalität von der automatischen Messfeldsteuerung, dass wir also alle Messfelder irgendwie mit einbeziehen könnten von der Kamera aus und die Kamera entscheidet, bis hin zur Spotmessung, wo wir selber festlegen, welches Autofokus-Messfeld dann wirklich ganz präzise genommen wird, das ist eigentlich bei jeder Kamera gleich. Es kommt, wie gesagt, immer ein bisschen darauf an, wie viele Autofokus-Messfelder deine Kamera tatsächlich hat. Die neueren haben immer ein paar mehr, bekommen immer mehr. Die älteren haben immer ein paar weniger und dann kommt es natürlich auch darauf an, ja, ist die Kamera ein bisschen teurer oder ist sie eher ein bisschen günstiger? Das entscheidet auch nochmal darüber, wie viele Autofokus-Messfelder tatsächlich am Ende dann vorhanden sind. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese vielen Autofokus-Messfelder, die es inzwischen gibt, es gibt inzwischen Kameras, die haben so viele, das ist gar nicht mehr notwendig. Ja, also selbst wenn deine Kamera jetzt nicht ganz so viele hat, ist das meistens noch vollkommen ausreichend. Jetzt weißt du alles über die Autofokus-Messfeldsteuerung und die verschiedenen Methoden, wann du welche anwenden musst und so weiter. Jetzt gibt es hier in der Fotoaufnahme in dem Menü noch einen weiteren Punkt und der nennt sich Fokus-Modus. Und da gehe ich jetzt einfach mal rein. Da gibt es nämlich insgesamt drei verschiedene Varianten, die man anwählen kann. Einmal den Autofokus-Single, also den Einzelfokus. Das bedeutet, wenn ich jetzt einmal hier fokussiert habe, also einmal den Auslöser zur Hälfte runterdrücke, dann bleibt dieser Fokus, wenn ich jetzt hier gedrückt halte zur Hälfte, bleibt dieser Fokus die ganze Zeit eingeloggt. Das heißt, ich kann jetzt hier die Kamera bewegen, da passiert gar nichts mehr. Ich habe jetzt hier einmal auf den Fernsehturm im Hintergrund zum Beispiel fokussiert, also genau ja, den Abstand jetzt habe ich fokussiert. Und wenn ich jetzt in die Richtung fokussiere, dann ist dieser Fokuspunkt immer noch genauso gesetzt, obwohl das Gebäude vielleicht viel näher dran ist. Ich kann jetzt nochmal ins Menü reingehen und dann gibt es auch den sogenannten kontinuierlichen Autofokus, also AFC. Das hat einfach den Vorteil, dass wenn ich jetzt hier einmal fokussiere und jetzt die Kamera weiter bewege, dann fokussiert sie die ganze Zeit automatisch weiter mit. Das heißt, wenn ich jetzt bewegte Motive habe, die vielleicht auch auf mich zukommen, dann werden die ja irgendwann aus der Schärfeebene rauskommen, gerade wenn sie auf mich zukommen. Und da ist es wichtig, dass wir kontinuierlich den Autofokus immer nachziehen. Das heißt, dass die Kamera immer wieder neu guckt, muss ich neu fokussieren. Und das passiert genau, wenn ich das im Menü einmal den Fokusmodus auf kontinuierlichen Autofokus anwähle. Ja? Also da ist es auch ganz wichtig, wieder zu unterscheiden, haben wir Objekte oder Motive, die wirklich stehen bleiben, die wirklich sich nicht bewegen, oder haben wir Motive, die sich bewegen, die auf die Kamera zulaufen vielleicht, wo ich gucken muss, dass der Fokus immer wieder neu gesetzt wird. Der dritte Punkt, manuelle Fokussierung. Und das ist jetzt auch der Punkt, wo wir als nächstes drauf zu sprechen kommen. Das kann ich einmal hier direkt in dem Menü einstellen, manuelle Fokussierung. Ich kann es aber, wie gesagt, auch hier, wie schon gezeigt, am Objektiv machen. Ja, also da muss ich gar nicht unbedingt in das Kameramenü rein. Da kann ich auch ganz einfach sagen, ich stelle das hier am Objektiv ein. Dann bemerkt die Kamera, okay, wir sind in der manuellen Fokussierung und dann ja, funktioniert der Autofokus hier auch gar nicht mehr. Also selbst wenn ich jetzt hier irgendwas drücke zur Hälfte, da wird nichts mehr fokussiert. Wenn ich jetzt manuell fokussiere, dann habe ich hier vorne an unserem Objektiv der vorderste Einstellring. Das ist hier quasi der Fokusring. Und mit dem kann ich jetzt das Foto entweder scharf stellen oder unscharf. Ja? Und da kann ich jetzt einfach durch den Sucher gucken oder auch vielleicht einfach über das Display gucken. Und je nachdem, wie ich diesen Fokusring jetzt einstelle, kann ich das Bild scharf machen oder nicht. Das Schöne ist, dass viele Objektive
tatsächlich auch eine Skala hier vorne mit dran haben. Und da siehst du vielleicht so ein Unendlichzeichen. Dieses Unendlichzeichen, wenn du darauf quasi deinen Einstellring einmal stellst, bei mir ist es jetzt hier mit einem Display, ja, und wenn ich jetzt hier auf das Unendlichzeichen einmal fokussiere, bedeutet das immer, dass alles in weiter Ferne immer komplett scharf ist. Und dann kann ich, wenn ich hier aber weiter nach vorne den Fokus setze, also alles näher an mich ranhole, dann siehst du jetzt hier zum Beispiel, auf 2 Meter Entfernung ist jetzt alles scharf, auf 1 Meter ist alles scharf, auf 0,5 Meter ist alles scharf. Also mit dieser Skala kannst du dann sehr einfach arbeiten. Aber natürlich ist es immer umso besser, wenn du durch den Sucher einmal durchschaust und wirklich auch kontrollierst, ob das Bild scharf ist. Ich packe jetzt meine Kamera mal wieder aufs Stativ, denn ich möchte dir noch ganz kurz ein bisschen die Vorgehensweise erklären, wie ich da vorgehe, wenn ich manuell fokussiere. Denn gerade bei sowas hier, wo wir ein Gebäude fotografieren, kann man super manuell fokussieren. Da haben wir viel Zeit, da können wir uns die Zeit nehmen und da vertraue ich eher weniger auf den Autofokus, möchte lieber mehr selbst die Kontrolle in die Hand nehmen, was ich alles an der Kamera einstellen kann, und dazu gehört, wie gesagt, auch der Fokus. Und dann bin ich mir wirklich sicher, dass das Bild zu 100% scharf ist. Ich habe jetzt die Kamera soweit ausgerichtet hier, wie alles sein soll. Ich habe die Einstellung schon getroffen mit der Blende, der Verschlusszeit und dem ISO-Wert. Und jetzt geht es darum, dass ich das Bild einmal richtig scharf stelle. Und was ich jetzt mache, ich gehe jetzt hier wirklich mal über das Plus-Lupensymbol hier richtig nah an das Gebäude ran. Je näher ich dran bin, umso besser kann ich die Schärfe nämlich kontrollieren. Ja, wenn ich die gesamte Ansicht habe quasi, dann bin ich sehr weit weg. Ja, und je näher ich ranzoome, umso besser wird es. Und jetzt habe ich, wie gesagt, hier diesen vorderen Einstellring. An dem kann ich jetzt drehen. Und jetzt siehst du auch im Menü, dass auf einmal das Bild hier wesentlich schärfer wird. Und du hast jetzt hier auch diese wunderschöne Anzeige unten, wo wir einmal haben von der Blume bis zum Unendlichzeichen. Und je größer dieser Strich jetzt wird, desto mehr wird im Bild scharf. Ja, also von dem Motiv bis zum Unendlichen hin. Und das Schöne jetzt ist noch, ich habe bei mir tatsächlich noch eingestellt, das sogenannte Focus Peaking. Bei moderneren Kameras geht das tatsächlich. Wenn du jetzt eine ältere Kamera hast, dann ist das wahrscheinlich noch nicht mit dabei. Focus Peaking bedeutet im Endeffekt, dass du jetzt hier kleine rote Linien siehst. Ja, und diese kleinen roten Linien zeigen quasi, aha, an der Stelle ist das Bild jetzt scharf. Also da ist dann auch genug Kontrast vorhanden. Da sieht die Kamera, an der Stelle ist das Bild scharf gestellt. Wenn ich jetzt hier mal weiter rauszoome, also ich bin jetzt mit der Schärfe hier erstmal zufrieden. Wenn ich jetzt hier weiter rauszoome, dann siehst du auch, dass der komplette Berliner Dom jetzt diese roten Linien hier mit dabei hat. Das ist das Focus Peaking, das kann ich im Menü auch an- und ausstellen. Ich habe es, wie gesagt, angestellt, weil gerade wenn ich manuell fokussiere, ist das eine schöne Hilfe für mich, das auch nochmal visuell zu sehen, was jetzt im Bild alles scharf ist. Jetzt mache ich einfach mal ein Foto. Zack. Und jetzt kann ich mir dieses Foto auch nochmal angucken. Ich kann jetzt in diesem Foto auch nochmal weiter reinzoomen und wirklich kontrollieren, ist die Schärfe da? In dem Fall ist sie komplett da. Ja, gefällt mir also sehr, sehr gut. Und wie gesagt, das manuelle Fokussieren immer dann, wenn ich die Zeit dazu habe. Wenn ich in der Landschaft unterwegs bin, wenn ich in Städten unterwegs bin, dann kann ich das super verwenden, weil ich dann ganz genau zu 100% weiß, hey, das Bild wird scharf. Das spielt auch zum Beispiel dann eine Rolle, wenn ich mehrere Aufnahmen mache. Wenn ich zum Beispiel eine Bracketing-Funktion einmal komplett durchspiele, wenn ich also mehrere Aufnahmen mache mit unterschiedlichen Belichtungen. Dazu gibt es ja auch ein Kapitel in diesem Videokurs. Da ist es besonders wichtig, dass ich auch mit manuellem Fokus fotografiere. Denn sonst würde der Fokus sich bei jedem Bild immer vielleicht so ein kleines bisschen verschieben, weil die Kamera immer wieder neu misst. Und wenn sie dann mal ein bisschen anders misst, und das muss nur ein Millimeter sein, aber wenn sie dann ein kleines bisschen anders misst, dann liegt der Fokus anders und dann kann man die Bilder nicht mehr 100% übereinander legen. Deswegen fokussiere ich da einmal am Anfang, stelle dann wirklich alles auf manuell, beziehungsweise mache das auch schon im manuellen Modus, und dann verschiebt sich dieser Fokus auch nicht mehr. Dann verschiebt sich dieser Fokuspunkt nicht mehr und ich kann mehrere Aufnahmen machen und die sind immer genau gleich scharf, weil die Kamera halt nichts mehr verändert. Ja, also wenn du einmal auch eine Situation hast, wo du einen Fokus eingestellt hast, der sich nicht mehr verändern soll, einfach in den manuellen Fokus reingehen und dann passiert gar nichts mehr. Das war's mit dem Thema Fokussieren mit diesem Kapitel. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest auch eine Menge neuer Sachen lernen. Wichtig ist, dass du begreifst, dass du neben der Einstellung für Blende, ISO und Verschlusszeit und so weiter auch immer die Messmethode für das Fokussieren mit einstellst. Und das ist, wie gesagt, von Fotoshooting zu Fotoshooting immer unterschiedlich. Denn wir haben darüber gesprochen, ne? Bewegte Objekte, da brauchst du eine andere Messmethode als stehende Objekte. Und
Das solltest du dir auf jeden Fall immer mit auf deinen Zettel mit draufschreiben, was du alles an der Kamera einstellen musst. Das mit dem Fokussieren ist auf jeden Fall auch ganz, ganz wichtig. Und jetzt ist es an dir, dass du wieder rausgehst mit der Kamera und in verschiedenen Situationen einfach mal fotografierst und dir für verschiedene Situationen auch überlegst, welche Autofokus-Messmethode nehme ich da? Oder vielleicht fokussiere ich auch lieber manuell. Und da geh jetzt einfach mal raus und versuch verschiedene Situationen zu kreieren, wo du auch verschiedene Messmethoden nutzen musst und kannst. Dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß und wir sehen uns im nächsten Kapitel wieder. Mach's gut!